Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie du in Word mit Tab Stops Wörter und Sätze sauber ausrichten kannst, ohne eine Reihe von Leerzeichen zu verwenden. Um mit Tab Stops in Word zu arbeiten, müssen wir zunächst das Lineal einschalten. Falls es nicht schon eingeschaltet ist, findet man es in dieser Word-Version, die ich hier benutze, im Reiter Ansicht und kann dann über ein Kästchen das Lineal ein- und ausschalten. Man sieht nun oben und an der Seite die Lineale. Der weiße Bereich ist der zwischen den Seitenrändern, der graue ist der Bereich der Seitenränder, in dem nicht gedruckt wird. Außerdem ist es hilfreich, Steuerzeichen sichtbar zu schalten. Steuerzeichen sind zum Beispiel Leerzeichen und Absatzzeichen, die normalerweise ausgeblendet sind und die auch im fertigen ausgedruckten Dokument nicht zu sehen sind. Sie können einem aber helfen, das Dokument und seinen Aufbau besser zu verstehen. Daher schalten wir sie hier mit diesem Button ein. Ich werde die Verwendung von Tab Stops nun hier am Beispiel eines Steckbriefs zeigen. In einem Steckbrief möchte ich normalerweise bestimmte Kategorien festlegen, zum Beispiel Name, Hobbys, Wohnort und so weiter, und zu jeder Kategorie dann etwas schreiben. Wenn ich unerfahren bin, würde ich hier nun vielleicht beginnen, einfach Leerzeichen einzufügen und damit versuchen, die Eintragungen, die nach diesen Kategorien kommen, in eine Linie zu bringen. Damit hat aber wohl auch jeder auch schon die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, diese eine Linie tatsächlich zu erreichen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Buchstaben unterschiedlich breit sind, wie man hier sehr gut sehen kann. Ein M ist sehr viel breiter als ein N, ein I ist sehr schmal. Ein Leerzeichen hat aber immer die gleiche Breite. Je nachdem, welche Wörter aber hier vorne stehen, müssten die Leerzeichen unterschiedliche Breiten haben, um die fehlende Breite hier zu dieser Linie auszugleichen. Die Leerzeichen sind also keine besonders elegante Lösung. Außerdem habe ich nachher Schwierigkeiten bzw. sehr viel Mühe, wenn ich den Abstand noch verändern möchte. Es kann auch zu Problemen kommen, wenn ich nachträglich die Schriftgröße verändere. Es müsste also eine sehr viel elegantere Lösung geben und die gibt es auch, nämlich mit den Tab Stops. Wie funktionieren diese nun? Ein Tab Stop ist eine Sprungmarke, das heißt, ich setze eine Marke im Dokument, die ich dann gezielt anspringen kann und diese Marke kann ich genau kontrollieren, wo sie sein soll. Die Sprungmarke, der Tab Stop, gilt immer für den Absatz, in dem der Cursor gerade ist. Wenn ich nun also den Tab-Stop für diese Zeile setzen will, muss ich nichts weiter tun, außer dann im Lineal den Tab-Stop anzuklicken. Wenn ich den Tab-Stop für alle Zeilen gemeinsam setzen will, muss ich sie markieren. Den Tab-Stop zu setzen ist sehr einfach. Ich muss einfach hier oben ins Lineal einmal klicken und schon sehe ich dieses kleine Pfeilsymbol, der mein Tab-Stop ist. Da ich nun all diese Zeilen markiert habe, haben sie alle diesen Tab-Stop bekommen. Die Zwischenzeile hatte ich nicht markiert, deswegen hat sie auch den Tab-Stop nicht erhalten. Nun setze ich meinen Cursor in die entsprechende Zeile, drücke die Tab-Taste und mein Cursor springt genau an diese Marke. Das kann ich nun in jeder dieser Zeile tun und sie werden alle genau an derselben Stelle sitzen, genau da, wo ich den Tab-Stop hingesetzt habe. Damit habe ich eine sehr elegante Lösung, um Buchstaben exakt untereinander auszurichten. Ich kann das nun auch nachträglich sehr leicht verändern. Ich muss nur wieder alles markieren und kann den Tab-Stop hin und her schieben. Da, wo ich wieder loslasse, wird der neue Tab-Stop sitzen. Ich kann in den Zeilen auch noch weitere Tab-Stops setzen, wenn das nötig wäre. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier noch einmal klicken und dann hätte ich eine weitere Sprungmarke und kann so fast eine Art Tabelle erreichen. Wenn ich einen Tab-Stop wieder löschen möchte, kann ich einfach doppelt darauf klicken und ich kriege dieses Fenster hier und eine Liste aller Tab-Stops der entsprechenden Zeile. Ich markiere jetzt zum Beispiel diesen hier, klicke auf das Minus und OK und schon ist der bei der 9 cm Marke gelöscht. Allerdings nur in dieser Zeile, denn nur sie war markiert, als ich das Ganze gelöscht habe.
Hier ist der 9 cm Tabstop noch da. Ich markiere ihn, entferne ihn, klicke OK und nun ist er in allen Zeilen wieder weg. Es gibt verschiedene Tabstops. In diesem Fall war ein linksbündiger eingesetzt. Das ist die Standardeinstellung. Es gibt aber auch rechtsbündige, zentrierte und so weiter. Damit kann man einfach mal ein bisschen spielen und rumprobieren, um zu schauen, wie diese funktionieren. Ich kann zwischen diesen Tabstops auch umschalten, indem ich dieses kleine Kästchen hier anklicke und mit jedem Klick springe ich zur nächsten Kategorie von Tabstop. Das wäre also linksbündig, zentriert, rechtsbündig und noch einige mehr. Tabstops sind also eine sehr einfache Möglichkeit, wie ich Dokumente gliedern kann, wenn ich senkrechte, fluchtende Zeilen haben möchte, ohne mit Leerzeichen zu arbeiten. Nun wünsche ich dir viel Erfolg und viel Freude beim Ausprobieren und beim Gestalten deines Dokuments.